Hier sind Spezialistinnen am Werk, streng abgeschottet von der Außenwelt. Es ist das einzige Labor der Welt, das mit den Originalen der Schriftrollen vom Toten Meer arbeitet. In der Jerusalemer Einrichtung lagern mehr als 20.000 Fragmente aus verschiedenen Orten. Die meisten der über 2000 Jahre alten Fundstücke stammen von den Qumran-Höhlen am Toten Meer. Darunter sind die ältesten heutzutage bekannten Abschriften der Bibel. Ein Großteil wurde in hebräischer Sprache verfasst. Dass sie heute noch lesbar sind, ist dem Klima an ihrem Fundort zu verdanken, erläutert Orit Rosengarten. Sie ist die Kuratorin der Schriftrollen bei der israelischen Altertumsbehörde. Die geringe Luftfeuchtigkeit, die Trockenheit in der Wüste haben diese Schriftrollen in sehr, sehr gutem Zustand erhalten. Die Zeit hat schon an ihnen genagt, sie sind nicht so komplett, wie wir das gerne hätten, aber sie waren wunderbar konserviert. Einige der Schriften sind sehr klein, ein extremes Miniaturformat. Vermutlich waren diese Schriften für Gebetskapseln gedacht, die von religiösen Juden auf der Stirn getragen werden. Die Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass die Schreiber dieser Miniaturen kurzsichtig waren. Die Schriftrollen wurden vor der Kanonisierung verfasst, also bevor der Inhalt der Bibel verbindlich festgelegt wurde. A lot of the scrolls are very similar. Trotzdem sind die Schriftrollen sehr ähnlich. Nicht genau gleich, aber sehr ähnlich zu anderen Überlieferungen, die wir kennen. Einige unterscheiden sich davon. Diese Unterschiede lehren uns viel darüber, wie die Bibel gelehrt wurde, wie sie aufgeschrieben und übertragen wurde von Generation zu Generation. Die Bruchstücke sind wie ein riesiges Puzzle, das hier zusammengesetzt wird. Ein langwieriger Prozess, trotz Unterstützung durch moderne Computertechnik. Tanja Treiger wird damit noch viele Jahre beschäftigt sein, selbst dann, wenn keine neuen Schriftrollen entdeckt werden. Beim wichtigsten Fundstück aus Qumran, der Rolle des Propheten Jesaja, gibt es kaum Unterschiede zum heutigen Bibeltext. Tatjana Bieler ist eine von drei Wissenschaftlerinnen, denen es erlaubt ist, die Funde vom Archiv ins Labor zu bringen. Sie stellen sicher, dass die Anforderungen an das Licht, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit eingehalten werden. Die wertvollen Texte werden von den Fachleuten der Altertumsbehörde unter optimalen Bedingungen gelagert. Seit 10 Jahren werden sie zudem mit einer besonderen, eigens dafür entwickelten Technik digitalisiert. Das ist die Aufgabe von Shai Halevi. Er fotografiert die Schriften multispektral und in hoher Auflösung. Dadurch wird eine wiederholte Exposition der Schriftrollen vermieden und sie können für künftige Generationen bewahrt werden. Die israelische Altertumsbehörde stellt die Aufnahmen ins Internet und macht sie so Forschern aus aller Welt zugänglich. Kuratorin Orit Rosengarten bedeuten die Schriftrollen persönlich viel. Sie sind für sie mehr als nur Forschungsobjekte. It's a living text. It's a living text. Das ist ein lebendiger Text und er ist lebendig geblieben und das mehr als 2000 Jahre lang. Das ist unser Beweis, das ist unsere Tradition, das ist unsere Religion und unser Glaube. And believe.